Hallo, ich bin Nico und bin Azubi als technischer Produktdesigner. Bei so einer Tafelschere musst du nicht nur auf deine Finger und Hände gut aufpassen. Du solltest sowieso immer schnittfeste Schutzhandschuhe tragen, aber auch Sicherheitsschuhe anhaben und einen Gehörschutz benutzen. Denn das Schneiden ist laut. Auch wenn ein Werkstück auf einen Stapel oder in einen Behälter fällt, macht das manchmal richtig Krach. Schauen wir uns mal die Maschine an. Vor Arbeitsbeginn musst du die Funktion der Schutzmaßnahmen überprüfen. Die wichtigsten Sicherheitshinweise findest du in der Betriebsanweisung. Schutzabdeckungen sind okay. Notaus funktioniert. Hier, die Schutzabdeckung muss über die gesamte Maschinenbreite angebracht sein. Sie dient als Zugriffssicherung vor den Messern und Niederhalter, damit deine Finger und Hände nicht gequetscht oder sogar abgeschnitten werden. Quetschen kannst du dich auch zwischen dem Blech und dem Auflagetisch. Und Achtung, beim Schneiden kann ein langes Blech auch mal blitzschnell hochschnellen. Den Schnittspalt musst du an das zu schneidende Blech anpassen. Blechteile haben manchmal rasiermesserscharfe Schnittgrade, macht aber nichts mit schnittfesten Schutzhandschuhen. Die Schutzeinrichtungen vorne und an der Seite müssen funktionieren und dürfen auf keinen Fall entfernt oder umgangen werden. Das ist viel zu unsicher. Arbeite nur an Maschinen mit abgedecktem Fußschalter. Und mach es dir leicht. Benutze Hilfsmittel wie Hebehilfe, Transportmittel oder Abladen. Wenn andere der Tafelschere zu nahe kommen, schick sie aus dem Gefahrenbereich. Denn insbesondere auf der Rückseite ist das offene Messer und der verstellbare Anschlag. Und falls sie dir helfen wollen, müssen sie so geschützt sein wie du. Beim Schneiden langer Bleche benutzt Auflagen, wie die hier. Bei schmalen Blechen nimm immer Hilfsmittel. Benutzt keine stärkeren Bleche als wie vom Hersteller vorgeschrieben. Bevor du den Arbeitshub auslöst, nimm unbedingt immer die Hände vom Blech. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Dahinter sind das offene Messer und der Verstellmechanismus für den Anschlag. Da musst du bei der Blechentnahme vorsichtig sein. Noch was Wichtiges. Du solltest noch unbedingt das Video über die Werkstattpresse angucken. Das und weitere Videos gibt es auf bghm.de/bin-mir-sicher.